Das Wasser ist immer rein. Aber dass das Wasser reinigt, dies nennt man Tahur. Und dass das Wasser in sich rein ist, nennt man Tahar. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen bei den Gelehrten. Kein Problem, aber auf jeden Fall, wir müssen den Sinn verstehen in diesem Zusammenhang. Den Sinn. Der Sinn ist so: Hast du Wasser? Ist das Wasser rein? Wie zum Beispiel Meereswasser oder Fluss. Da kannst du das benutzen. Ja, aber jetzt, wenn du Tee hast oder Cola, kannst du das als Wasser bezeichnen? Das ist kein Wasser mehr. Aber ist dieser Getränk daher rein? Ja, weil du das trinken kannst. Aber kannst du damit reinigen? Das ist die Frage. Eigentlich nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.